Hallihallo und willkommen zurück zum ja, großen Chaos-Finale vielleicht bei Orcs Must Die 3 mit mir, dem Daniel und dem Alex. Hallihallöchen. Hallihallöchen? Ja, so oder so ähnlich. Okay, Hallihallöchen zurück. Das sind die letzten Worte der Orks, ja. Hoffe ich doch mal. Ja, wir sind bei Karte 5 unseres Chaos-Runs angekommen. Bisher lief es ja eigentlich ganz gut, wenn man mal so von der einen oder anderen Welle absieht, die uns ein paar ja, Leben gekostet hat. Aber wir haben noch eine Karte vor uns und wir haben noch einen Debuff, den wir uns auswählen müssen. So, und es gibt jetzt folgende Debuff. Fügt jeder Welle Mongrifell hinzu oder halbiert die Schaden aller Fallen? Was für Dinge? Fügt jeder Welle Mongrifell hinzu. Was ist denn das? Das ist der aus der... Ah, was war das für eine Kampagne? Das war ein Kriegsszenario, der hüpft über die Barrikaden drüber, wo ich nicht gewusst habe, ob der hüpft oder nicht, oder welche hüpfen. Ist es dann nur einer oder sind es mehrere? Fügt jeder Welle. Ja, aber ist einer, also ein einziger, der kommt. Ja. Ja, den kriegen wir platt, oder? Ich denke schon, ja. Ich meine, wir haben jetzt da die Fallen ja alle günstiger, die wir machen können. Ich würde auch sagen, wir nehmen den, oder? Ja. Also ich glaube, Fallen halbieren ist, glaube ich, tödlich. Ja. Dann spielen wir jetzt am Hof des Meisters. Nein. Auf geht's. Das ist die Arena, ne? Ach, das ist das? Ja. Das ist die. Oder? Doch, das müsste die Arena sein. Oh ja. Das ist bitter. Okay, dann müssen wir ja wieder basteln. Ja und nein? Ja und nein? Also, ich habe schon eine Idee. Ja, du bist in dem Lauf definitiv der taktische Vorgeber. Ich mache hier gar nichts mehr. Also, wir machen das, ich meine, wir haben das ja schon mal sehr gut gelöst. Ach so, das ist die Map. Ach, ne? Die ist ja gar nicht so schlimm. Ich dachte, Richtig. Das ist die andere. Wir haben das ja schon mal so ganz gut gelöst. Das würde ich auch wieder so handhaben. So, siehst du, dann kommt nämlich hier nur von der einen Seite insgesamt. Dann machen wir auch noch was dicht. Ja, jetzt hast du es aber so dicht gemacht, dass die nichts mehr... Nee, hier ist noch eine... Also zwei rein. Ach so, ach, dann kommen die von da. Genau, es kommen dann nur von hier. Ja, warte mal. Wir müssen nur gucken, wo Mongrifel kommt. Und den müssen wir halt wegsnipern, ne? Andererseits, wenn wir alles andere abfangen, wenn Mongrifel 5 Punkte wert ist, dann sind das 40, dann haben wir am Schluss noch ein Leben über. Okay, so kann man es auch machen. Schon mal mit den Mathematiker rausgeholt. Warte mal, dann würde ich doch mal schon mal. Ich würde hier einfach ein paar Archer hinstellen. Warte mal, bau die nochmal weg. Ich habe da vielleicht noch eine andere Idee. Was hältst du davon, wenn wir dann. Also, ich baue das jetzt einfach mal spaßhalber. Wenn wir nämlich hier zumachen. Ich würde es sogar noch anders machen. Und zwar hier oben. Hier oben, Alex. Ist ja dieses eine gemeinsame Tor, wo sowieso alles gemeinsam raus oder vorbeikommt. Das heißt, ich würde hier einfach nochmal, hier oben, bei der Treppe, die offen ist. Ach da, ja. Hier. Das heißt, wir könnten hier nochmal irgendwas hinsetzen, dass wenn die hier rauskommen, gleich abgefischt werden und alles, was hier über den Weg kommt, auch nochmal abgefischt wird. Ja, ich habe mir nur jetzt gedacht, man könnte den Weg da unten so bauen, dass definitiv die an diesen Zerschredderer vorbei müssen. Da würde ich halt ein paar Fallen so hinbauen, dass sie wieder reingeschleudert werden. Das kannst du natürlich machen. Und es ist ein längerer Weg halt, ne? Wo wir wieder Zeit haben, mit Archern und sowas, die in der Mitte stehen, sie wegzumachen. You know? Ja, aber ich mache hier trotzdem hier oben schon mal ein paar Fallen hin für die. Ja, kannst du ja gerne machen. Die müssen ja eh vorbei. Für die ich kümmere mich ums Backup. Kohle, die ich noch hab. Lege ich doch mal die Kohle in die Kohlebetten und zünd sie an. Ja, ich hab mich doch auf dem Boden, was willst du von mir? Ich kann das doch nicht bauen! Nein! Ja, warte, machen wir es anders. Ach so, magst du das? Ah ja. Okay. Oder werden die da reingeschleudert, ja, auf jeden Fall. Ja. Und die sind halt dann definitiv tot und auch die Großen werden da reingeschleudert. Halt, warte mal. Bin ich doof? Ich hab doch. Ach, die kann ich nicht bauen. Schade. Die müssen da und da und da vorbei, dann würde ich nämlich... Achso, ja, dann baue ich schon mal Backup. Ja, würde ich sagen. Ein paar Archer vielleicht so ganz hinten dran wäre echt nicht so schlecht. Oder irgendwas anderes. Ja, ist die Frage, ne? Wie wollen wir es machen? Wollen wir es davor bauen? Weil dann sind sie effizienter und snacken einiges da gleich weg. Also ich würde sie vielleicht hier in die Ecke reinmachen, weil da muss ja sowieso alles vorbei. Ich kann nicht nur einbauen, toll. Achso!
Wo kommen die denn? Die kommen jetzt einmal am Haupteingang da hinten, ne? Oder? Ja, sieht so aus. Die Feinde bereiten sich darauf vor, eines unserer Tore aufzubrechen. Och nein, da kommen so Feuerimmune. Okay, meine Fallen hier sind schon wieder für die Katz. Wo kommen die denn jetzt da hin? Von oben. Mongriffel kommt. Mongriffel, da ist er. Da kommt er auch schon. Der? Der ist da, hier, da kommt er. Welcher ist denn das? Ach, der? Da, ja, der schneller. Haben wir einen gesteinert. Oh. Okay, ist okay, er ist weg. Uiuiui. So, jetzt können wir uns hier konzentrieren mal auf die hier. Ja. Oh Gott, wir haben ja nichts gegen die, ne? Weil alles Feuerschaden macht, was wir gebaut haben. Und unser anderer Spezialkollege ist auch noch da. Sie sind fast da! Ja. Ja, das ist jetzt natürlich gut. Ich glaube, das lief jetzt ein bisschen in die falsche Richtung. Ja. Scheiße, die Maschine ist schon einfach durch. Oh Gott. Ja, das war's. Ja, okay. Ja. Oh Gott, das ist ja. Ui, das ist bitter. Das ist ja richtig bitter. Ah, ja. Okay, gut. Damit die Folge nicht ganz umsonst war, würde ich sagen, fangen wir nochmal eine neue Runde an, oder? Ja. Oder wollen wir was anderes machen? Du meinst den Endlos-Modus vielleicht mal, oder? Ja, ich denke, da werden wir auch nicht so lange überleben, oder? Weiß ich nicht. Also, wir gehen mal raus hier. Geht's jetzt los in den Endlos-Modus? Als Entschädigung. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Deswegen habe ich die Karte gewählt, weil die haben wir schon so lange nichts mehr gehabt. Ach nee, warte mal, das ist... Hä? Nee, die gab's noch gar nicht. Die gab's doch überhaupt nicht. Das ist eine, die nur für den. Die ist nur für den Endlos-Modus, glaube ich, da, ne? Okay, von wo kommen die alle? Ah, und da ist auch noch ein Tor. Okay. Und von da kommen die auch noch? Ach, hey. Ja, Moment, erstmal kommen sie ja nur. Gott, wir haben drei Eingänge. So. Wir müssen irgendwo mal. Achso, wir könnten hier Decken fallen, könnten wir hier was anbringen, ein bisschen was. Hm. Okay, das wird interessant. Das könnte eine schnelle Nummer werden. Stimmt, ja, wir spielen ja Endlos-Modus, ne? Also, ja, wir machen die anderen Eingänge Sorgen. Kleiner Tipp für den Endlos-Modus. Die... Archer sind hier nicht sonderlich gut. Weil das die, ist mir egal. Meine Archer bleiben als Backup. Das ist irgendwie Schaden. Ja, sobald die weg sind, stehen die nichts mehr auf, soweit ich weiß. Ach so, du kannst nicht nach jeder Runde neu setzen oder was? Ja, nee, dafür ist die Zeit auch ein bisschen knapp dann irgendwann. Ja, das kriege ich schon hin. Aber weißt du, was ich mache? Da ist die Fallen noch rein. Ja, ich bin nämlich auch gerade am überlegen. Ich werde diese mit reinnehmen. Bloß für was? Vor allem hätte ich auch ganz gerne mal Fallen mit reingenommen, die wir so noch nicht so häufig gehabt haben. Ja, genau. Habe ich nicht auch gerade vor. Und das. Und die will ich auch da drin haben. Nehmen wir mal das. So. Okay. Was wir auf jeden Fall brauchen und was ich auf jeden Fall drin dabei habe, ist diese Wandstrom-Dings. Weil irgendwann werden wieder so ein Haufen Lothelmchen kommen und die kriegen wir anders gar nicht weg. Damit werden sie nicht rechnen. Hm. Effizientes Platzieren. Ah, das klappt gar nicht. Töten. Okay. Ja, es ist halt, es ist alles kacke. Das ist wirklich schwierig. Ich lasse es mal so. Was machst du jetzt? Ich überlege. Ich überlege. Also. Du bist noch in deiner Selbstfindungsphase, ich verstehe. Ja, meine Phase ist nicht viel besser gerade. Hm. Was bauen wir denn? Weil dann würde ich gezielt bei dir aufbauen. Ja, ich überlege gerade. Ich suche mir gerade irgendeine schöne Decke oder so.
Warte mal, da hinten ist eine Decke. Hier ist eine Decke. Die ist zu hoch, oder? Nee, der Deckenlaser, der kommt ja komplett runter. Ach so. So zum Beispiel. Ach so. So. Dann müssen wir das aber so machen. Ach Gott. Warte mal, dann müsste ich erstmal hier... Was ist das jetzt für ein Geräusch? ...dicht mach. Hm. Ich glaube, dein Deckenlaser macht bei mir noch Geräusche. Echt? Ja. Immer wenn ich an der Stelle vorbeilaufe, höre ich so ein Zischen. Ja, jetzt ist egal, jetzt ist er eh da. Gut, jetzt habe ich aber eh nicht mehr Kohle. Das ist eh alles, was ich machen kann. Witzigerweise. Genau da. Da soll noch ein zweiter Deckenlaser dann später hin, wenn ich mal so weit bin. Da sind zufällig noch eine Teerfalle oder so hier über, oder? Dass die ein bisschen langsam durchlaufen. Ich habe überhaupt keine Teerfalle. So. Na okay. Ja, sowas ist auch in Ordnung. Finde ich auch gut. Na dann, lass uns loslegen. Jetzt kommen sie woanders. Nein! nein, diesmal habe ich extra geguckt, wo sie kommen, ja? Beim letzten Mal, beim Chaos Run, bin ich drauf reingefallen, aber diesmal nicht. So, diesmal halte ich auch nicht mehr so schnell aus und laufen auch nicht mehr so schnell. Zack. Das können aber mit dem Denklaser echt gut sein hier, wenn du da dich ständig einen. Aber da kannst du ja überall hinbauen, du müsstest nur blockieren. Ja. Das kostet doch einfach Mana ohne Ende. Was kostet Mana? Der Special zum Einfrieren halt, oder zum Einsteinen. Ach so. So, okay. Ach so, jetzt verstehe ich, was du meinst. Jetzt kommt immer wieder sofort die nächste Welle. Genau. Aha. So, jetzt kriege ich aber meinen zweiten Denklaser da schon mal hin. Und ich kann den schon mal bauen. Genau. Da kommen weitere Feinde! So, ich glaube aber, wenn dann aus einer anderen Richtung kommt, dann kann man erstmal Ruhe und können umbauen. Weil irgendwann müssen wir auch mal in die andere Richtung gucken, ne? Irgendwann. Ja, anhalten könnt ihr. Sorge ich doch dafür. Aber, also ungewohnt, die sind so langsam. Das zielst du schon vor und triffst du da nichts mehr. Ja, halt echt. Okay, Trolli ist weg. Da war ein Troll dabei? Ah, da ist ein Troll dabei. Ein Ogre. Ogre ist auch gleich weg. Ogre ist weg. Wie wenig Schaden das auf einmal wieder alles macht hier. Ja. Okay. Noch kriege ich mir sie ja im Vorfeld weg. Ich weiß gar nicht, was ich bauen soll, wenn ich ehrlich bin. Werden wir noch rausfinden. Worauf wir später aufpassen müssen und was wichtig ist, dass wir halt wirklich... oh Gott, ich glaube, die Map wird doch noch schwer. Weil eigentlich müssten wir gucken. Wir kriegen irgendwann im Endlos-Modus fast kein Gold mehr. Also nach jeder Runde, sondern nur noch über die Killstreaks. Das heißt, jede Killstreak hat ja quasi immer eine Laufdauer von 2 Sekunden und wenn wir 2 Sekunden lang nichts töten, dann bricht sie ja. Ich merke schon, du hast das Spiel studiert. Nee, aber das habe ich mal irgendwann mal rausgefunden, als ich den Endlos-Modus schon mal probiert habe. Ja, dann müssen wir es ja zwangsläufig immer dann gebündelt irgendwo hinjagen. Genau, richtig, ja. Das muss das Ziel sein. Dieses Streak halt immer am Laufen zu halten. Ich muss mein Leben, Gott, durchziehen. Aua, kaputt. Kaputt, ich bin. Ups, aua. Wieder ist durch.
ist niemand durch. Eine Barrikade wird angegriffen. Hallo? Da lebt ja noch. So, jetzt kommen die von, okay, von den anderen beiden Ecken hier auch noch. So, jetzt ist halt die Frage, jetzt könnten wir erstmal vorne das wieder wegbauen, theoretisch, weil aus der Seite kommt jetzt gerade erstmal nichts. Mach ich jetzt auch erstmal. Ich würde die umleiten. Ja, wir müssen die auch umleiten. Aber hier haben wir relativ wenige Decken. Hier kann ich irgendwas an die Decke bauen? Nee, ne? Nee, gar nicht. Doch, hier. Hier. Okay. Das heißt, jetzt müssen wir erstmal wieder Gedanken machen. Also, pass auf. Jetzt müssen wir schon mal schauen, wie wir das machen. Ich würde erstmal die ganzen Seiten dicht machen, außer einer. Wo wir uns entscheiden, da müssen sie, wenn sie zum Dings wollen, müssen sie durch. Oder ist das weiteste entfernte da hinten eigentlich, wo ich stehe? Ja, aber Deckenfallen kann ich nur hier vorne bauen. Ja, und wir lassen sie da vorne rum, rumleiten, dass sie dann da hinten lang müssen. So viele Barrikaden kann ich doch gar nicht bauen. Ja, ich habe ja auch noch Kohle und Barrikaden. Sickness war darin nie so gut. Mal gucken. Müssen die halt erstmal irgendwie dicht machen. So. Die eine Seite machen wir hier komplett dicht. Warte mal, gibt's da überhaupt einen Umleitungsweg, dass die auch. Nee, die können wir nicht komplett dicht machen hier. Klar können wir die dicht machen. Ach, du meinst jetzt hier. Ach so. Du meinst jetzt hier quasi so dann. Ja, oder so. Ach so, warte mal, kannst du. Ja, warte, ich mach das eins. Halt. Nee, setz sie doch da. Ja, das wollte ich ja. Ich hab's nur um ein Löchle verfehlt. So. Ach so. Okay. Weil dann müssen die schon mal hier außen rum latschen. Ja, stimmt eigentlich. So. Stimmt eigentlich. Das ist gar nicht so auf. Und wenn die dann da vorne wieder kommen, wir müssen halt dann hier wieder so ein Muster bauen, dass die zwangsläufig da ewig lang da durchlatschen müssen. Und die müssen wir schauen, weil ich baue nur mal vor, ne? So wie ich mir das vorstelle. Weil die, was von hier kommen, hier. Die müssen wir zwingen, dass die quasi auch noch mal einmal da lang laufen, damit der Weg nicht zu kurz wird. Ja. So, jetzt baue ich aber erstmal Verteidigung auf, sonst wird das nicht nix. Ja, dann baue ich das so hin. Puh, wir haben jetzt aber. Ja, okay, dann. Du brauchst auf jeden Fall. Also, wir brauchen jetzt auf jeden Fall Schaden. Wenn du noch irgendwas hast, weil ich habe irgendwie jetzt nichts mehr. Ich bin leer jetzt. Okay. Ja, mal gucken, was kommt. Gut, okay. Es kommen ja keine Sprenger, das heißt, da sind wir relativ safe. Feinde. Das weiß ich nicht. Machen wir es mal da unten. Nee, ich glaube nicht. Machen wir es mal da. Sie haben ein weiteres Tor durchbrochen. Achso, die andere Seite kommt noch gar nicht. Okay, was? Achso, okay. Ich wollte gerade zur anderen Seite sich uns haben mal gehen. Stimmt. Ich habe immer so ein bisschen Blick noch auf die Minikarte, wann wo kommt. Spürt meine Macht. Die aber die Klonnen müssen hier kommen. Jetzt kommt die andere Seite. Vorsicht! Unsere Verteidigung wurde erneut. Naja, macht nichts, sie haben einen längeren Weg. Da kommen sie! Sollen sie kommen. Und weg, so, okay. Aua, hörst du auf? Sau. So, für die sind die Fallen. Aha, Arkaner Schaden scheint auch recht gut zu sein. Ich merk schon. Ja, das habe ich mir auch schon überlegt, ob das dann vielleicht ganz sinnig wäre. Weil doch viele Gegner ja Feuerimmun sind, ne? Ja. Und gegen Arkan, ich bin mir nicht sicher, ob es irgendwas gibt, was gegen Arkan muss. Okay, hat geklappt. Hat funktioniert. Ich geh mal wieder runter.
Ne, ich baue meine. Ach shit, ich kann nichts mehr bauen. Ach kacke, stimmt. Wenn die da loslegen, geht's ja gar nicht. Schlecht. Hallo! Na, seid ihr öfter da? Jeden Tag, immer aufs Neue. Wie kommt ihr damit zurecht? Ja, kommen die. Nee. Aua, hörst du auf. Ah, jetzt kommst du auf von der anderen Seite. Oh, 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 dann geh ich mal hier lang. Das könnte schon eng werden. Nö, ich glaub nicht. Ich müsste noch gehen. Boah, die schmelzen ja wirklich dahin mit dem Arkan-Schaden da. Ja. Naja, ich habe da diese Feuerfallen habe ich aufs Maximum aufgebessert. Nee, müsste ich auch, glaube ich, schon oben haben, ja. Aber halt mit dem anderen Perk, wie auch immer der jetzt war. Die brechen durch, die brechen durch! Die zerbrechen vielleicht hier. Okay. Okay, das ist ja gut. Mal schauen, kriege ich hier meinen Deckenlaser schon hin? Oh, oh. Falsch gesetzt. So, mal gucken, was er überhaupt noch kann, nachdem der ja so genervt wurde im Patch. Kriegen wir noch mal eine Pause? Oh, da kommt so ein kleiner Mist. Könnte, ja, ich glaub. Na, wo kam der denn jetzt her? Noch mehr? Nein, den bösen Viecher. Sie greifen die Barrikade an. Ach, die Barrikade. Deckenlaser ist gerade noch so ziemlich von Arsch. Weil die noch nicht gut drin sind. Okay. Nein, jetzt bewegt er sich in dem Moment. Ups, au, ich bin tot. Ja, Susi schmerzlos und ich, wir schaffen das schon. Susi schmerzlos? Was? Die Bogenschütze. Ah, ja. Ja. Weil die kann ich ja schnell wieder abbauen. So, achso, jetzt haben wir eine kleine Pause. Okay. Könntest du. Warte mal, ich würde mal das wegbauen hier. Würde dann nämlich hier die so durchleiden wollen dann. Denk dran, wir müssen von vorne, wenn die kommen, wir müssen die da auch ein bisschen lang leiten. Ja, ja. Wir müssen uns da jetzt ein System überlegen. Warte mal, kannst du da vielleicht eine einzelne hinbauen? Da wo ich sie gerade. Nee, nee. Werden sie nicht rechnen. Da wo ich meine gerade stehen, dann hier quasi. Da mal eine einzelne Testweise. Und meine ist zu fett. So, dann würde ich die nämlich, dann müssen die nämlich komplett durch den Deckenlaser durch. So, und wenn wir jetzt das ganze Spiel einfach noch weiterführen. Dann könnte ich hier nochmal eine Säge theoretisch hinbauen. Oder, warte mal, so ein Säuregeist hier haben wir zum Beispiel noch gar nicht. Ich mach mir eher von vorne Gedanken. Ja, aber die müssen ja das sind alle hier durch. Ja, das stimmt. So. Mehr Kohle habe ich eh nicht. Ach so, okay. Ich will denen keine Lücke geben, dass sie irgendwie doch unbeschadet durchlaufen.
Gut, im Idealfall kann ich nämlich dann hier vorne nochmal einen dicken Laser oder zwei hinbauen. Ja, okay. Gut. Ich bin noch nicht so, warte mal, ich habe noch ein bisschen Kohle. Ich glaube, es Welle 25 müssen wir durchhalten für 5 Skulls. Das nur so als kleine Info. Okay. Wir haben nur ein riesiges Problem, sehe ich gerade. Wir haben keine Elektrofallen hier gerade in der ganzen Kombination mit drin. Das stimmt, da hast du vollkommen recht. Dann müssen wir mal schauen, ob man da noch... Ja doch, ich habe meine Bodenfallen, die machen ein bisschen Elektro, aber das ist halt überschaubar. Na gut. Also gut, lass uns mal machen. Jetzt kommen sie von alle drei Seiten. Da kommen weitere alle Feinde. Drei zusammen. Mhm. Oh, ich kann die von hier oben einfrieren, das ist ja witzig. Ja, ich schau mal, dass ich da vorne so viel möglich Schaden verursache. Ein guter Ork, ein toter Ork ist ein guter Ork, so rum. Immer doch. Achso, da kommt schon was hier. Hä, wo kommen die denn her? Ach, von der anderen Seite. Ih, was macht ihr denn da? Gehen sie mal weg. Eine Barrikade wird angegriffen. Uiuiui. Da kommt schon ein bisschen was. Sie betreten den. Irgendwas ist durchgerannt, ich weiß nicht warum. Wie? Keine Ahnung. Eine Barrikade wird angegriffen. Komisch. War das vielleicht so ein Jäger? Muss eigentlich. Sonst aber kann die gehen doch erst primär auf uns. Ja, aber vielleicht wollte der quer durch zu uns, ne? Ach so. Dass du dann die Sau versehentlich durchs Portal ist. Das ist eine Blindniete. Okay. Dicke Laser. Einmal. Zweimal. Da kommen weitere Feinde. Nein, das war falsch, ich Idiot. Naja. Ey! Ey, ich hab noch meinen Bogen nicht ausgerüstet. Moment. So. Jetzt können wir. So, jetzt. Hat... Ja, jetzt müssen wir uns nur noch drauf verlassen, dass man halt echt, die Verteidigung hier steht. Ja, ich meine, irgendwann ist ja sowieso dann Ende, also. Die Frage ist nur wann. Was? Niemals? Wir machen jetzt endlos. Endlos? Das wird eine lange Folge. Sie greifen die Barrikade an. Ja, das stimmt wohl. Oh Gott, ich habe kein Mana mehr. Bin mal weg. Eine Barrikade wird angegriffen. Das Scheiß wird. Die brauchen wir doch. Oh, Trolli! Aua, hör doch mal auf hier. Immer dieses Rumgeschläger. Bringt doch keinem was. Nee, mein Freund. Du nicht. Sie greifen die Barrikade an. Ich meine, für den endlosen Modus könnte man die Bogenschützen auch so machen, dass sie sich selbst regenerieren. Das ja. Dann ist ja, halt kein Feuerschaden. Genau. Ja gut, aber der Feuerschaden ist sowieso, ne? Also meistens ja, oder oftmals ja auch ein bisschen kontraproduktiv. Was? So.
werden sie nicht rechnen. Hat jemand gesagt, mehr Laser? Ja, bitte. Da kommen weitere Feinde. Ich muss ja irgendwann nochmal anfangen, die Barrikaden, glaube ich, ein bisschen auszubessern. Oh Gott, wo geh ich denn? Ja. Ach, kommt durch die Fallen. Hier wird's warm ums Herz und auch um jedes andere Körperteil. Okay. Ja, die schmelzen aber, glaube ich, ganz gut hier. Oh, die haben einen Bogi weggeschossen, die Schweine. Muss die nächste Runde dran denken, den schnell abzubauen. Oh Gott. Eine Barrikade wird angegriffen. Nix da wird angegriffen. Au, wo denn? Da, du Sau! Der hat ihn beide weggeschossen, Sau! Meine Bogies! So. Die waren so gut! Wo ist denn noch der Einzelne? Ach, da kommen noch ein paar Nachzügler. Hallo! Ja, ich muss mal hinten bleiben, damit ich schnell die Bogies wegbauen kann. Mhm. Ah, die sind wieder da. Was sind die? Achso, wollen wir eh bauen. Ist es zwei Spuren oder eine? Eine, ne? Was? Das ist zwei. So ist es eine, oder? So ist eine, ja. Doof. Das sollte funktionieren. Das ist doof. So, jetzt können wir doch eigentlich einfach nur den Spaß halber gucken, ob das klappt. Ja, vielleicht fallen die ja da rein. Ja, klar, ist gar keine dumme Idee. So ein bisschen so meine Hoffnung. Müssen wir mal abwarten, wie effizient die sind. Bringt uns auf jeden Fall ein bisschen Zeit, selbst wenn da nur so ein paar kleine wegfliegen. Ja, das stimmt. Ich meine, ich habe die ja so ausgemacht, dass auch die Großen weggeschleudert werden, theoretisch. Ja, aber die fallen immer so ein bisschen um, ne? Ja, genau. Also ganz überzeugt bin ich davon nicht, aber gut. Ich weiß nicht, wie lange ich noch halten kann. Oh, der Geldsack kommt. Der Geldsack! Der bringt Kohle. Der gibt wohl extra Kohle. Mhm. Den müssen wir weghauen. Aber ich bin da mal ganz optimistisch, dass es hier in unserer... Der kommt eh den langen Weg. ...lustigen Umgebung hier ganz gut funktionieren könnte. Oh, das klappt gut! Das klappt gut! Die werden da reingeschleudert! Aua, hör doch mal auf hier. Mal auslösen würden. Ja, das klappt echt gut. Sehr schön. Da weiß ich ja, was ich da hinbaue. Oh, die Killstreaks gehen auch nach oben. Da war er schon. Geldsack ist tot. Haben wir mal das Geld gegönnt gerade. Ja. Ist recht. Weiß aber nicht, ob das nicht aufgeteilt wird. Ich habe keine Ahnung. Auch keinen Plan. Ich habe auch nicht aufgepasst, muss ich ehrlich sagen.
Nein, 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 nein. Batman. Achso, jetzt kommt die nächste Welle in ein paar Sekunden. Hoppla. Das ist doch die perfekte Welle. Hat da gerade einer Englisch geredet von den... Ja, manchmal sprechen die auch mal Englisch, ja. Oh, hier mal die zweite Serie noch haben. Achso. Quasi eine Art Fremdenlegion. Das ist quasi der Fortbildungsorg. Aua. Und tschüss. Oh, ich liebe meine Fallen. Leider nur so begrenzt einsetzbar, aber gut, was wollen wir machen? Wo will der denn hin? Da ist es gerade. Ich hab keine Muni mehr. Also, Energie. Okay. Huch, sind ihr denn alle her? Ach komm. Nein, nein, nein. Aua, ja, mich erledigt. Oh Gott, ich bin in der Achsel angeklemmt von dem Ogre. Das stinkt. In der Achsel? Ja, weil ich irgendwie gerade eingefroren habe alles und dann stand ich irgendwie in so einer Klumpen drin, da ich nicht mehr rauskommen bin. So. Ja, ja. Und nun? Wo kommt er noch? Ach, da vorne kommt wieder was. Ups. Ach nee! Naja, gut. Da kommen weitere Feinde! So. Was soll noch mal einer sagen? Die Diskos sind nicht geöffnet. Lasershow. Hallo! Na? Hier seid ihr aber zahlreich. Wollen wir doch mal dezimieren? Hei, kommt ihr her? Ein Mistviecher. Ihr Ratten auf zwei Beinen. Wir machen mal höhere Mathematik hier. Wir teilen mal durch 10. Jeden einzelnen Ork. Kacke. Okay, die Schleudern funktionieren an der einen und anderen Stelle zu gut. Ja, ein Meer von Deckenlasern. Mhm. Quasi mehr Deckenlaser. Oh Gott, ey, die Folge ist schon 40 Minuten lang, ne? Ja. Das ist der Endlosmodus. Das war abzusehen. Sie greifen die Barrikade an. Ja, ich dachte nicht, dass wir so lange durchhalten. Naja, vielleicht müssen wir uns doch noch was überlegen. Ja, jetzt werden die halt, jetzt halten die mehr aus, ne? Jetzt kommen Haufen so mittlere und größere. Jetzt müssen wir da mal so langsam mal gucken, ob wir dann irgendwie noch ein paar Elektrofallen hinbekommen. Irgendwo. Ja. Au! Eieiei. Okay. Dann bauen wir da noch einen hin. So, wohin sind die gefallen? Achso, die fallen da rein. Das ist ja gar nicht mal so unschlecht. Ja, perfekt.
Gut, ich hab ausgeben. Die Entscheidung war nicht schwer, was? Ja, Deckenlaser, ne? Naja, einen. Einen anderen habe ich immer so Wandfallen gebaut für mehr Strom. Mehr Strom, okay. Komm, hopp mal hin, wir sind heiß. Sie muss so lange brauchen hier. Ist nicht wahr. Ich habe meine ganzen Schüsse gegen die Reling geknallt. Deine besten Aiming-Tage sind auch schon vorbei, wa? Tja. Aber ich habe bei sowas leicht lachen, Aiming lag mir noch nie im Blut. Fliegen sie. Irgendwo ist wieder einer durch. Oh nein! Irgendeine Falle. Was? Irgendeine Falle hat gerade irgendwas in die Mitte geworfen. Was? Kann doch gar nicht gehen. Ja, aber irgendwas hat es gerade. Wir haben ja gerade 5 Leben, 3 Leben verloren. Weil ich habe hier nur ein paar Orks fliegen gesehen, aber ich weiß nicht, wie die genau da jetzt in die Mitte reingeflogen sind. Ja, aber die können gar nicht in die Mitte fliegen. Ich weiß nicht wieso. Oh je, meine. Ja, ich weiß halt nicht, was ich. Also doch, da kann ich losbauen. Da kommen weitere Feinde! Ja, München, München! Da kommt ein Wolfi. Die Sau. Oh, hat sie ausgewolft. Wolfi tot. Wolfi tot. Ach ja. Wahrscheinlich spielen wir jetzt das Endlosspiel unseres Lebens. 8 Stunden später. Ja, ja. Aber wir haben alles auf Aufnahme. Die Frage ist, ob die Festplatte vorher voll ist. Ja. Das, ja. Macht man so wie früher bei den Konsolen. Nicht mehr ausmachen, wenn irgendwie das ja, Speichern ist. Genau. Da fliegt schon wieder was durch. Ich verstehe aber nicht warum. Also der ist hier in die innere Bahn geschleudert worden. Aber, ja gut, es kann sein, dass der wirklich, wenn er ganz blöd steht, ne? Weiß ich nicht genau, was da passiert. Uiuiui. Sind die Orks schon weg? Ja. Oh, da hinten fliegen sie noch. Ah. Nachflieger. So. Jetzt kommen die Wellen halt immer schneller. Ah, jetzt habe ich zu lange überlegt. Ja, ich überlege auch immer noch. Na dann. Deckenlaser. Ah, der Geldsack kommt wieder. Oh, ich sehe gar nichts mehr vor lauter Deckenlaser. Ich kann jetzt um Erd ja, wir haben alles dicht hier, ne? Ach, ich hab hier gar nicht mehr die Falle. Ja, wir können nach hinten was noch weiter bauen. Sollten wir vielleicht auch noch.
Das geht auch. Ach Gott, ist das geil. Okay. Schön, schön. Ah, das ist der Geldsack. Der war gerade beim Dagobert im Speicher. McMoney-Sack, geil Dings-Org, irgendwas. McMoney-Sack, ja genau, richtig. Ne, das war doch der böse Kontrahent, oder? Das war der Kontrahent, ja, ja. Sie greifen die Barrikade an. Ach, ein Scheiß macht ihr. Hab doch keine Ahnung, was ihr da treibt. Ich glaube, die Kombination ist einfach extrem stark, ne? Dass ich kann einsteinen und du kannst hier nochmal deine Salve durchjagen. Ja. Uiuiuiuiui. Ach so. Das sind wieder unsere Flieger, also. Du schleuderst den immer wieder dahinter. Es tut mir leid. Hallo. Achso, wir haben gerade mal eine kleine Pause. Ich bin, wonach alle Lehrlinge streben sollten. So, dann würde ich sagen, ich versuche jetzt hinten nochmal. Wie machen wir denn da? Ist nochmal eine Engstelle dazu. Ja. Ja, dann macht ihr im Fliegerless. Okay. Da kommen weitere Feinde! Komm doch mal ran. Und hier! Du bist langweilig! Fällt. Ja, noch nicht ganz. Wolfi unterwegs. Jetzt kennen sie erbitterte Macht. Kommt der Wolf will zu dir? Oh, ah, lass. Der Wolf, der kann mich kreuzweise, wir müssen mal heilen hier. Hey. Oh, hier kommen aber richtig viele Oger gerade. Oger, Oger! Sieh hier Oger! Wer ist jetzt der Meister? Oh, die verdrangen aber jetzt einiges, ha? Ja, ja, ja. Oger! Oh, erstmal heilen. Ja, aber unsere Killstreak ist doch relativ gut. Stimmt, ja. Jetzt ist sie weg. Ich hoffe, Shit. Hat das gesehen. Extra versucht jetzt aufzupassen. Ey. So, haben wir noch Nachzügler? Naja, die fliegen noch ein bisschen um. Da ist noch einer. Hat sie nochmal durchs Dornfeld durchgeschlichen. Ja, was bauen wir denn noch? Ich versuche gerade hinten noch ein bisschen die Dings auszubauen. So dann noch. Höchstens. Oh ja, da könnten wir hier noch ein paar Elektro-Dinger hinbauen, dann das ist gut. Ja, habt ihr euch gedacht, Wölfi, ne? Der wird ja wütend. Ja, Pech gehabt. Ich
Hast du die, die Wand-Stromdinger da auch im Repertoire? Nein. Okay, dann brauche ich irgendwie Kohle da. Ja, dann kriegst du den Geldsack. Der kommt, glaube ich, erst mit Level 20. Aua, 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 aua. Nicht schlagen, ey, was soll denn das? Oh nein, ich habe schon wieder Wölfi. Aua, Wölfi hat mich erledigt. Oh, oh, da kommen jetzt ganz viele Oger. Ich häng fest. Ich komm nicht raus. Ja, ich auch. So. Ai, ai, ai. Hui, was wollen die denn hier alle? Gibt's da was umsonst? Oh, ups, ich bin gerade tot. Moment, ich bin gleich wieder da. Hui, hui, hui. Haben sie sich eilig oder was? Lass uns mal hier Platz. Einer nach dem anderen, jeder wird bedient. Das war wirklich schon wie in so einer, guten alten DDR-Schlange hier. Als ob es nur in der DDR Schlangen gab. Ja, Mann. England vielleicht auch. Hä? Die stellen England? Sich ja auch ganz gerne an. Das ist so ein Klischee. Der Engländer stellt sich gerne an. Okay. Ja, sag das nicht mir, das ist so. Sagt es den Engländern? Ja. Wo ist denn da noch einer? Ach da, ach, der kann sich nicht entscheiden, ob er kommen möchte. Ich verstehe. Na kommst du, ist aber kommst du morgen? Ist aber eigentlich gar nicht mal so blöd, weil dann kann derjenige, der schnell schon noch was umbauen will, sich ja postieren und das schon mal schnell abbauen. Gut. Okay. Ich habe mein Zeug schon gebaut, aber wir haben sowieso wieder die automatische Wille. Ich nenne diese Konstruktion das Barrikadenparadies. Das Barrikadenparadies. Und die Folge wird immer länger. Es wird eine Sonder-Super-Special-Folge, glaube ich. Mhm. So, da kommen sie nämlich auch von hinten wieder. Ui, ganz schön viele Oger. Schau vielleicht schon mal mit hinter. Ich mach grad vorne so gut wie alle, versuche alles wegzumachen. Ja, aber ich krieg die Gepanzerten, glaube ich, nicht wirklich weg. Hallo, Ücke! Hallo, geh weg. Ich postiere mich mal. Ich halte die irgendwie, so lange wie es möglich geht, irgendwie einen Laser drin. Platz. Schepper. Boing. Ja, ich schieße einfach mal so blind rein, ich treffe schon irgendwas. Da ist ein Wolf. Den können sie gern behalten, ich brauche den nicht. Ja, ich auch nicht, aber er ist da. Ja, er ist schon da. Na mal, kommen jetzt nur noch Öker oder was? Ja, nach hinten raus werden es immer mehr und die halten immer mehr aus. Vor allem, was beschießt mich denn da? Mal kurz heilen. So ist das. So machst du das, okay. So, der will hier nicht sterben, oder was? Ich muss noch nachhelfen. Okay, gut. Dann machen wir das Labyrinth da hinten doch noch mal ein bisschen weiter. Wow, nur die Hälfte meiner Schüsse daneben gesammelt. Ist ja voll geil. Konnte ich nur so ein großes Ziel verfehlen. Das könnte da echt gut laufen, ey. Wenn wir da hinten das noch ein bisschen aushalten, dass wir da hinten noch so eine Elektro-Konstellation hinbauen, dann können wir es noch ein paar Runden gut gehen. Das zum Thema schiebt man ganz schnell noch ein. Ja, ich weiß. Ja. Ja. Ich habe jetzt auch nicht gedacht, dass es so schnell geht oder so lang geht. Ja. Ich auch nicht. Muss ich ja zugeben. Wir sind gerade leider besser als erwartet. Oh, ich habe ja so einen perfiden Plan. Also wenn wir es echt schaffen, noch davor zu bauen,
Dann baue ich so Schleuderer so, dass die wieder am Anfang zurückgeschleudert werden. Warum laufen die einfach weg? Die interessieren sich nicht mehr für mich. Ich bin uninteressant geworden. Die sind geblendet von den ganzen Lasern. Ja, das kann natürlich auch sein. Oh, Mist. Hä, da kommt ein grüner Troll? Also ich meine so leuchtend grün, was macht denn der? Dark Troll, ja, Dark Troll. Kann der was besonders außer leuchten? Ich glaube, der heilt sich immer durchgehend. Ach so. Ich weiß es nicht. Vielleicht hält er einfach nur mehr aus als gewöhnliche Trolle. Oh, der ist aber zäh. Ich schieße jetzt schon eine halbe Stunde auf den, was ist denn da los? Oh, das Grüne lebt immer noch. Ach nee, der ist rot. Der hat eine andere Farbe. Ist nochmal ein anderer gewesen. Ein Changeling. So, wunderbar. Was ist mit euch? Ist der Bock? Wollt ihr sterben? Headshot! Welle 20, ey. Boah. Oh Mann. Stimmt, du kannst da hinten noch die Dings abbauen, ne? Diese. Ach Gott, ist das fies. Was? Das heißt, du könntest ja eigentlich. Ach Gott. Natürlich, klar, du könntest hier noch so Dingsfallen bauen hier, dass die wieder runterschleudern hier. Ja, aber ich bin tot. Gut. Aber wieso das denn? Irgendwas hat mich jetzt gerade voll erwischt. Ich glaube, zwei Treffer oder so. Ich häng schon wieder fest. Ach, diese Magier, diese Ögermagier da. Ach so, ja. Stimmt. Die haben ja zielsuchende Schießereien hier. Auch noch? Wer hat das erlaubt? Ich glaube, da ist wieder so ein Knolljäger durchgerannt. Ups. Oh Mann, kommt da jetzt viel. Ja, ein bisschen kommt was. Ja. Es wird nicht langweilig. Mhm. Der Geldsäckel kommt. Ja, ich habe jetzt mein Fadenkreuz so eingestellt, dass ich immer Headshots bei den Ogern mache. Geldsack, na komm, auf Geldsack. Sterben Sie doch mal. Ich treffe ihn gerade nicht, was ist denn da los? Jetzt da. Heieiei. Ich nenne das Konstrukt, gehen Sie zurück auf los. Und sind Sie keine 2000 Futter ein. Genau so ist es. Es wird so lustig, wenn die da wieder rüberfliegen. Genau, ja. So haben wir es vorgestellt. So, was ist denn da los? Wo ist denn der Rest? Ach, die arme Sau. Irgendwie tut er mir schon leid. Boah, ey, die Fallen machen schon fast keinen Schaden mehr an den Dingern. Da kommen weitere Feinde! Ja dann. Oh Mann, ey. So, er will nochmal, wir haben noch nicht. Ach, als ihr seid. Schön. Aber werden die schneller? Das kann ich dir gar nicht sagen. So schnell wie die Bogenschützer auf einmal gerannt sind?
So, dann einmal so durchquetschen bitte, ne? Oh, bin auch gesund. Ey, das wird doch unten, das wird auch noch ewig gehen jetzt. Nee. Irgendwann, wenn die Ogre nochmal richtig. Also die halten noch richtig viel aus. Irgendwas hat mich gerade voll erwischt. Mit einem Treffer weggelegt. Ja, weil irgendwann. Na, das sieht ja jetzt schon, die kriegen einfach auch mehr Hitpoints, glaube ich. Sie greifen die Barrikade an! Sag mal, gibt's irgendwelche Leute, die das sprengen? Gerade nicht. Warum explodiert denn hier dann jedes Mal was? Frag mich doch nicht! Keine Ahnung! Aber ich frag dich! Bergtroll! Sehr beruhigend, dass hier eigentlich bisher noch nichts wirklich komplett durchgeräumt ist. Ach da. So ist das. Hey, hallo, kann ich mal wieder meinen Bogen wieder haben? Danke. Machen die Fallen eigentlich, die fliegen? Ach, jetzt kommen die nächsten. Kriegen die eigentlich auch Fallschaden oder so, die Orks? Ja. Also da kommen weitere Feinde! Okay. Gewöhnt euch nicht aneinander. Ach schön. Ah, jetzt geht das wieder los und dann drehen sie wieder um. Ach, die armen Viecher. Okay, ich krieg die mit einer Salve nicht mehr runter. Die Ogre. Alles klar. Das, ich weiß schon mal den Videotitel. Die extra lange Ogre-Folge. Ich sehe nur noch Ogre. Eieiei. Oh, da ist wieder einer irgendwie ins Portal gefallen. Hä, wie machen die denn das? Weiß es nicht. Müssen wir mal ein Video gucken vielleicht irgendwann. Vielleicht sieht man es ja da. Das ist bestimmt der Spion-Org oder so. Der schleicht sich über eine Barrikade, das darf er. Ja, meinst du, alle paar Runden kommen Mongriffel hier? Der ja. Springt einfach drüber. Ah, sie kommen langsam näher, ich merk schon. Ja. Keine Muni mehr. Mana. Ja, die kommen ja richtig näher. Was ist denn da los? Als ob? Wissen Sie nicht, dass da kein Durchgang ist? Ihr kommt nicht vorbei! Boah! Uiuiui. Mir tut mein Finger weh. Ich muss, möchte es nur mal so erwähnen. Ja, genau so. Lauter Dauerfeuer hier. Die Maus hat wahrscheinlich auch schon 50% ihres ihren Lebenszyklus in dieser Folge eingebüßt. Ja. So, jetzt kommen wieder die Nachzügler. Was mit euch da vorne? Whee! Wir fliegen! Vor allem, es wird ein unendlicher Kreis, ne? Bis die wieder da sind, ist die Falle wieder reaktiviert. Ja, ja. Komm, komm, komm! Das sind immer on. Die zwei da. Whee! Ja, da freut sich sogar. So, komm, einmal will er noch. Oh nein, kein Nachschlag. Heute nicht. Ja, was bauen wir denn noch so Schönes, ne? Also wenn wir zwei Wellen, glaube ich, noch hinbekommen, dann sollten wir im 5-Skull-Bereich sein. Ja, das sollten wir ja hinkriegen. Ja. Ich sehe, was da hinten noch auf die wartet. Ja,
Ach, ja. Wie, nein. Da fällt auch schon wieder was durch. Was, hä? Hä, was, wo fliegen denn die rum? Keine Ahnung. Das ist doch nicht meine Falle. Ich hab also keine Ahnung, was die Schleuderfallen. Ist. Vielleicht ist es diese Giftfalle, dass sie was hochschleudert? Ich hab keine Ahnung. Die schleudert doch auch keine Gegner hoch. Nicht, dass ich wüsste, aber irgendwas schleudert hier so ein bisschen. Ach du Heilige, ey. Ja, okay. Meine Salve bringt so gar nichts mehr. Und die einzelnen Schüsse kann ich mir auch sparen, die machen keinen Schaden. Schau mal, wie viele Steine hier rumstehen. Warte mal. Steine! Okay, jetzt wird's interessant. Macht deine Waffe noch großartig Schaden? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich hoffe, dass meine Fallen einfach das für mich erledigen. Da schau ich wieder irgendwas umgeflogen. So, die letzte wird aber stärker als die hier. Aua! Beschwör's doch nicht. Die da hinten, die zwei, die bereiten sich nur wieder vor. Die haben Spaß, oh, der ist durchgekommen! Glückwunsch, warte mal. Nein, nicht kaputt machen. Kriegst einen elendigen Tod. Oh. So, was mit dir? Die haben Spaß. Boah, ey, wie oft man auf den Blödel da drum schießen muss. Ja. Das war so ein bisschen wie Hugo aus der ehemaligen Fernsehshow, der immer wieder auf die Falle drauf getappt ist. Und tja, das war wohl nix. Vielleicht beim nächsten Mal. Ja, genau. Morgen war das auch so ein Schwachsinn, ey, dieses... mit so einem Delay über ein Telefon mit dem Fernsehen zu spielen. Das ist schon sehr optimistisch gewesen. Also mit einem Festnetztelefon. Ja, ja. Das Schöne war immer, man immer diese tut, Au! Wenn sie gedrückt haben. Ein Treffer tot. Krass. Ja, und ich häng fest. Wie viele haben wir denn? 24? 24, ja, das ist doch schön. Bis wie viel müssen wir durchhalten für 25, glaube ich. Das heißt, die nächste, da wird, glaube ich, der Geldsack wieder kommen. Und was ist, wenn wir 50 durchhalten würden? Kriegen wir dann 10 Skulls. Ich glaube, es gibt dann einfach nur mehr Punkte. Ich weiß es nicht. Hä? Ich spiele doch das Spiel nicht nur wegen Punkte. Ich will Gehirn. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich kommen schon noch irgendwelche Skulls dazu. Das ist so Bonus-Skulls. Also ich werde das Feuern so etwas einstellen. Ich mach keinen Schaden mehr an den Dingern. Mir tut mein Finger echt langsam weh. Ja. Ist, Also was ist mein Finger, meine ganze Hand? Ich bin hier nur noch am Dauerdrücken. Aua. Ich hau doch meine Ultimate quasi raus und gut ist. Aua! Der war... Aber jetzt hab ich wieder gleich volles Mana. So. Hat's mir gesehen. Sag mal, werden die Wellen jetzt schwächer? Nö. Eigentlich dürfen sie eigentlich nicht schwächer werden. Ja, aber die kommen gar nicht mehr so weit. Ich bewundere ihre Entschlossenheit. Ach komm, jetzt komm. Ach Gott, ich mache keinen Schaden. Na schön. Eieiei. Achso, ja, jetzt haben wir die Nachzügler wieder. Ogre, Eisstücke. Ich weiß gar nicht mal, was ich bauen soll. Hui! Oh, ist nur noch einer übrig? Hat gar keinen Kumpel mehr. Zack. Hast du da eine Tür gebaut, die von oben nach unten haut? Ja. Bam. Ja, sonst konnte ich... Voll auf den Deckel. Sonst konnte ich die nirgendwo aktivieren. Oh ja, jetzt ist er wirklich hier. Alles dicht. Mehr geht nimmer. Herr Geldsack, der kommt, im Geldsack. Immer wieder hinter. In mein Loch. Oh, die eine Barrikade ist fast kaputt, ne?
Ja, ich habe noch ein bisschen Reserve gerade. Voll. Klingt irgendwie falsch, aber... Momentan ist es ein Platzproblem statt ein Geldproblem mehr. Wir können ja mal umbauen. Ja. Oh, oh, oh. Ja. Okay. Da guck, jetzt kommen sie wieder ein bisschen weiter. Weißt du? Heute Nacht, wenn ich dann schlafe, werde ich mit meinem Finger permanent einfach nur die Drückbewegungen machen. Ja, du wirst doch nur von Ogern und Orks träumen, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Oh, der Geldsack hat aber noch viele Hitpoints. Jetzt geht er wieder rückwärts. Ja, der Geldsack ist gleich nicht mehr da. Ach, nimm du das Gold. Ich weiß nicht, was ich Mann machen soll. Na komm. Wie gibt's denn eigentlich? Was? Es gibt so viel! Was hast du denn Ah ja, ich habe jetzt auch 1000 oder so bekommen. Ich habe 2000 gekriegt. Ja, es müssten nur solche Bergtrolle kommen, dann hätte man ein Problem. Mhm. Aber so die paar Einzelnen, die da noch reintröpfeln. Vor allem die hellsten, ich meine die schnellsten sind es auch nicht. Er dreht wieder um. Oh, eieiei. Achso, keine Nachtzüge. Was? Da hinten sind tot? Was ist da los? Achso, ja, das wollte ich machen. Jetzt wird's fies. Ey, ey, ey! Oh, 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 oh. Grüne Jäger kommen! Grüne? Achso, dann kommt jetzt. Ah ja, dann. Ja, gut, wir haben jetzt die 5 Skulls durch. Dann kommen jetzt, glaube ich, die absoluten Hardcore. Okay, dann ist es jetzt bald durch, denke ich mal. Ey, wie schnell sind die denn jetzt auf einmal hier? Ah ja, okay, jetzt schicken sie die Elementare mit rein. Na, herzlichen Dank. Jetzt wird's gleich richtig Schluss sein. Eine Barrikade wird angegriffen. Nix da, keine Barrikade angreifen. Wir haben ja eh schon Probleme. Hey, Jemine. Oh, 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 jetzt hauen sie mich plump zu plump. Drei. Ah, der ist reingerannt. Da bin ich wieder. Ah, schönes... das kann er durchs. Ja, ja. Der eine ist reingerannt irgendwie. Oh, ey, warte mal, ich brauch mal kurz eine Drückpause. macht ihr mal bitte Fallen. Da, der läuft schon wieder rein. Da ist wieder einer durch. Aber der ist nicht abgezogen worden gerade. Wir haben immer noch 11. 12. Oh, jetzt haben wir noch einen Bug. Jetzt müssen wir echt unendlich spielen. Nein! Ich habe jetzt am Anfang die Fallen etwas, die Sprungfallen etwas effizienter gemacht. Wenn die zurückgeschleudert werden, werden sie jetzt in Säure reingeworfen. Müssen wir die nicht immer separat kaputt machen. Oh. Ich glaube, wir fallen ja nur durch Ermüdung dann irgendwann hier. Ja, irgendwann höre ich dich nur noch schnarchen. Mhm. Wenn du hier noch spielst. Ja, ich hab meine Luft. So gedacht. Nice. Wo bauen wir denn jetzt noch Fallen hin, ey? Ja, ich mach jetzt einfach vorne. Ja, muss ja, ne? Na, wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Kann man die Türen auch von unten nach oben bauen, dass sie zum Beispiel Gegner in die Luft werfen? Theoretisch, glaube ich, müsste sogar gehen, aber ich weiß nicht, ob die Gegner hochgeworfen werden. Weiß nicht. Also, wäre mal lustig. Oh, ich kann schon nichts mehr drücken hier gerade. Ja. Eine Barrikade wird angegriffen. Hör doch auf damit. Also jetzt war gerade ein ganz schlechtes Barrikaden-Kaputt-Problem. Das stimmt! Hä? Ja, auch vom Gold, ich ja. Seh doch vorne nur noch. Oh mein Gott, was ist denn jetzt los?
Jetzt haben sie keinen Bock mehr. Jetzt kommen sogar die Kleinen durch. Jetzt kommen halt echt die Kleinen durch. Was ist denn da los? Mit denen haben wir nicht gewettet hier. Oh komm, Finger. Mobilisier dich noch für die letzte Schlacht. Hey, das ist der Weiteste. Der kriegt einen Orden. Ja, der kriegt einen Orden. Oh, da ist wieder so ein Knolljäger. Komm her, Knolljäger. Boah, was halten die aus? Ey, ich schieße hier wie ein Bescheuerter auf den drauf. Aber die sind gegen Elektroangriffe anfällig. Oh, hallo, wer bist denn du? Okay. Oh Gott, ich habe von irgendwas einen Schuss bekommen. 80% der Points weg. Ja, irgend so ein Viech gibt's. Oh, schau mal, die Barrikade muss unbedingt repariert werden. Was? Ach, schau mal da, wo ich stehe. Ja, sobald ich kann. Ja, warte mal, bleib du mal da stehen. Okay, ist repariert. Gut, gut. Ach, wenigstens kann ich meine Kohle da mal irgendwo sinnvoll anbringen noch. Wow. Aber jetzt gibt's auch noch nichts mehr wirklich viel Kohle, ne? Also, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, ich merk schon. Achso, du hast da vorne noch Fallen rein. Ja, dann fallen die in die Fallen, wenn sie hoch vorgeschleudert werden. Ich muss nicht mal vor. Ach ja, jetzt gibt's pro Gegner noch einen, oder was? Ein Lumberts Ding? Oh Gott, ich krieg hier echt nichts mehr hin. Oh, betäubt. Eieiei. Oh, die Falle müssen wir auch öffnen, obwohl die ist halt so schlimm, wenn die kaputt wird. Ich glaube moment, also in dem jetzigen Stadium ist wahrscheinlich jede Barrikade, die kaputt geht, schlimm. Ja, also sobald die irgendeine Abkürzung nehmen, dann ist hier. Ja, da können sie keine Abkürzung, die haben nur für die Verengung gebaut. Achso. Oh, Moment, da ist wieder irgendwas, was zielsuchende Finger schießt. Ja, jetzt kommen halt echt schon die Orks durch, ne? Unfassbar. Schon, sagt er schon. Ja. Ja, stimmt, wir kriegen echt nur noch ein Gold pro Ding, ne? Ja, die Großen geben, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Ich meine, ich wüsste eh nicht, wo ich noch was hinbauen soll. Eine für viele Idee hätte ich noch. Geht er hier auf Tuchfühlung? Und einmal die Sägen durch. Eine komplette Salve auf dem Kopf, das interessiert ihn gar nicht. Ei, ei, ei. Mal schauen, ob wir die 30 noch voll kriegen. Würde sagen, ja. Ja, ich denke. Da kommen weitere Feinde! Ich meine, dieser Endlosmodus ist echt cool, wenn man Fallen hat, die noch nicht so hochgestuft sind, ja. Dass man die da echt hochpusht. Oh je. Ja, ja, macht ihr mal. Oh Mann. Und tschüss. Und tschüss. Oh, ey, ja. Selbst für den schweren Ork brauche ich mittlerweile gefühlt so 50 Schuss. Ja. Geht mir auch so. Oh, warte mal. Ich habe gerade irgendeine Barrikade gesehen, die gar nicht mehr gut ausgesehen hat, die echt schlimm wäre. Ich finde sie nicht mehr. Oder war das ein Ork? Hm. Ach, wer weiß. Ach, der Knolljäger will auch nicht drauf gehen. Oh, jetzt wird irgendwas durchpusht. Na, haben wir schon geschafft. Hui, da fliegt was.
Jetzt kommt mal wieder eine Welle. Jetzt sehen sie wieder um. Warum machen die das? Ach, wegen der Pflanze wahrscheinlich, ne? Die sprüht ja auch hier rein. Klar, du meinst ja da postiert. Ach, die schießt da rein. Du? Oh Gott, ist das fies. Ja, das war so mein Plan. Ich hab gedacht, komm, sollen sie doch wieder abdrehen. Sollen sie wieder durch die Laser. Ey, der verliert ja keinen Schaden. Oh Gott, ich schieße wie ein Bescheuerter auf den blöden Bergkroll. Mhm. Ja, hinfort mit euch, genau. Kann ich so noch ein paar Deckenlaser hinbauen? Ja. Ey, ich wollte noch, naja. Oh, die müsste man mal sicherheitshalber reparieren hier, ach so, wo ich stehe. Dann gehe ich erstmal hoch. Moment mal. Wo? Da, wo ich draufstehe. Ach so, jetzt war noch die Hälfte, aber die ist schon runtergeschlagen. Geht gerade nicht, ist ja schon wieder Rundenanfang. Ja, ja, nur für die nächste Runde dann. Warte mal, kommt hier von unten gar nichts mehr? Doch, ne? Doch, doch, kommt einiges. Ah, der Geldsack ist wieder da. Achso, sind ja schon 130. Oh, oh, was stelle ich mich denn da rein? Bin ich bescheuert? Ach, ey. Oh, die Runde könnte eng werden. Ich habe so diesen Eindruck. Da könnte es etwas eng werden. Was war denn das jetzt? Nochmal, ich hab hier nur noch Teile fliegen sehen. Oh, oh. Warte mal. Stop it, please. Also, wenn du schon Englisch redest, dann ist hier. Dann ist hier wirklich Party. Ja, ich bin schon in der Verteidigungslinie der letzten. Ja. Geldzock ist wieder da. Aber wir kriegen sie klein. Wir kriegen sie klein. Ja, ich versuche die da mittendrin jetzt wieder so ein bisschen einzusteinen. Der Geldzock hat immer noch alles. Mal bitte drauf gehen, sollen wir nicht gewettet. Hey, der Geldsack, ist er. Der fällt jetzt da. Da. Ui. Jetzt kommt da noch was. Okay, sie kommen weiter. Sie kommen weiter. Ich bin ja schon fast stolz auf die. Ein beeindruckender Todeswunsch. Puh, da ist immer noch was. Ja, Nachzügler. Achso, dann tausche ich gleich mal die Barrikade auf. Da auch noch einer. Hui. Achso, kommst du mit mir mit? Na, alles klar, dann viel Spaß. Hä, jetzt ist das sauer und grün? Warum das? Na komm, fall doch rein einfach. Du Blöde. Hör doch auf. Hast den Ball, ja? Ich stehe schon an der Barrikade zum Austauschen. Ja, ich kämpfe! Jetzt fällt er gleich. Er ist weg. Ah, okay. Oh, dann krieg ich gerade noch raus. Hui. Ist mir egal. Weißt du was? Jetzt ist hier Gartenzeit angesagt. Ach, Gartenzeit, das war mal ein toller Bildschirmschoner. Wie, hat er wirklich so geheißen? Kennst du den nicht, den Gartenzeit-Bildschirmschoner? Ich weiß nicht, wahrscheinlich kenne ich ihn, aber ich weiß nicht, dass er so geheißen hat. Oh, das war 90er Jahre, hey. Da gab es einen Bildschirmschoner, da konntest du dann, also wenn er sich eingeschaltet hat, hast du dann immer irgendwie so Blumen oder halt einen Garten sehen. Und da gab es so einen Editiermodus, wo du dann halt so deine Felder bepflanzen und gießen und so weiter konntest. Und dann hat sich der Bildschirmschoner entsprechend halt immer geändert. Und da gab es jede Menge Modpacks, wo du runterladen konntest, um den Garten halt noch schöner und noch interaktiver zu machen. Das sowas kenne ich wie mit Aquarium, da gab es auch mal so einen Bildschirmschoner. Du konntest irgendwelche Grillen und Zirpen und so ein Zeugs da reinpacken. Und lautes Zeug halt. War total cool. Also wer Gartenzeit als Bildschirmschoner nicht kennt, gerne mal danach googeln. Ich bin mir sicher, das findet man selbst heute noch.
Auch wenn auch sowas wie ein Bildschirm schon wahrscheinlich nur die größte Mod-Gemeinschaft. Ja, ja. Vielleicht gibt's denn ja auf Steam mittlerweile Kartenzeit-Bildschirm schon, ne? Wer weiß. Ja, 2021. Ja. Und da gab's auch noch einen anderen Bildschirm schon, aber wie hieß denn der? Da konnte man den kompletten Bildschirm zerstören. Mit Hammer und Kettensägen und Flammenwerfer, konntest die ganzen Icons zerbrutzeln. Ach ja, schöne Zeiten. Einfache Zeiten. Ja, oh. Sau, fällt auch noch da rein. Na, kommst du her, oder? Selbst die Elektrofalle macht bei dem gepanzerten Oger vielleicht noch 10% Schaden. Klasse. Jetzt rennt er wieder zurück. Komm her. Komm her. Und hopp. Sag mal, jetzt geh doch mal kaputt. Das gibt's doch nicht. Aua, hör auf mich zu schlagen. Oh, okay. Okay, ui. Jesus, mal wieder. Da kommen weitere Feinde. So, okay. Ich würde gern das Feld da mal wegbauen. Und würde da nochmal eine Pflanze reinballern. Ach so, ja, kannst du das machen. Ich weiß nicht, warum ich jetzt versuche, das noch länger in die Länge zu ziehen. Naja, mein persönlicher Rekord, den kriegt man auf jeden Fall jetzt, glaube ich, noch. Der müsste bei 33 und 34 gewesen sein. Ach, herrje. Das haben wir jetzt schon. Wie die Pflanzen hier permanent spucken. Aua, jetzt hör doch mal auf hier. Was soll denn das? Geht weg. Oh, euch hat keiner lieb. Die Knolljäger, die wollen mir ans Leder. Ja, ich helfe dir schon. Okay, ich mache keinen Schaden mehr, aber ich helfe dir moralisch. Ja, am Fenster stehen und klatschen, ja. Super. Knolljäger, go. Nee, Moment, falsch. Oh, 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 oh. Wo kommt die denn jetzt her? Oh, oh, oh. Was wollt ihr hier? Jetzt will ich wenigstens, dass du deinen eigenen Rekord brichst. Ja, das will ich auch. Oh, das wird echt eng. Na gut, müssen wir nochmal alles rausholen hier. Uiuiui, die kommen halt. Ach du Scheiße, da kommt ja noch eine ganze. Oh Gott, ich führe das mal hinten ein. So, kurz mal Pause für euch. Holt euch einen Knoppers. Ist 9:30 in Deutschland. Ja, halt echt fast so warm Abend. Nee, ist schon zu spät. Nein. Ich hab jedes zeitliche Gefühl verloren. Ja, aber ich würde mal sagen, wenn das nicht genug Entschädigung für unseren verkackten Dingsrun war, dann weiß ich auch nicht. Aber hallo, ja. Also so viel Orks mal Zeit, das muss erstmal reichen für eine Woche oder so. Oh. Okay. Oh, jetzt hör doch mal auf! Ich wollte doch. Also. Ah! Okay, das. Also, wenn wir die Runde überleben sollten, denk dran, dich mal hier zu bustieren und gleich mal wegzubauen. Ja, ja. Ja, ja, es legt mich am Arsch. Ja, ich weiß. Eine Barrikade wird angegriffen! Eine Barrikade wird angegriffen, ist mir doch egal. Ja. Was macht da unten so viel Schaden? Ach Gott, was hast du da unten alles schon hingebaut? Ich dachte mir schon, ey, was ist jetzt los? Ach du Heilige. Nur so ein paar kleine Fallen noch. Ja, ja. Oh, hoppla, ich habe schon wieder Schaden bekommen.
So, wenn wir die Runde schaffen, sind wir durch, oder? Ich meine, da haben wir deinen Rekord. Ja, da haben wir den Rekord. Ich glaube, 33 oder 34 war es, ja. Weil dann breche ich bewusstlos zusammen. Ich meine, mein einer Finger hat schon Sixpack. Oh, die eine Barrikade hat ja schon richtig einen... Ich stehe am Brunnen und krieg... Oh Gott. Na gut, dann friere ich euch halt doch mal alle ein. Mir tut mein Finger. Jetzt geh doch kaputt, Mann! Nein! Schnell! Shit! Fuck! Oh Gott, ich hab's schon wieder vergessen. Jo! Nein, und die Barrikade, die ich ausbessern wollte, habe ich auch. Was ist denn jetzt hier noch? Kohle? Hey, jetzt. Oh Gott, jetzt sind die Orks schon. Jetzt schicken sie die Ami-Orks rein. Die sprechen alle Englisch bei mir. Ich will wieder zurücklaufen und tschüss. Bleibt ihr da stehen? Wolfie. Hier geht's nicht weiter. Oh, da ist ein Wolf. Oh. Au. Okay, zwei Hits. Bin tot. Ja, ich auch. Oh, die haben eine Barrikade. Jetzt ist vorbei. Ja, das ist eine nicht so gute. Ja, weil die Barrikade weg ist. Ich weiß nicht warum, aber die Barrikade ist weg. Die machen Abkürzung. Ich komm nicht mal durch. Unser Riss schließt. Aber hör doch auf damit! Nein! Ach, dann war das die Barrikade, die ich gesehen habe. Okay. Verdammt! Oh Gott. Ich hab so einen komischen Bildschirm, ich sehe jetzt alles, wie durchrennt. Oh. 33 Wellen. Oh. Und das Alter. Für vier lumpige Schädel. Neun. Insgesamt in der Summe. Ey, okay. Welche neun Schädel? Ist da noch ganz dicht? Was kann ich jetzt noch verbessern? Ach. Ich will nach Hause. Moderieren mal bitte ab. Liebe Leute, das war ein ganzer Sack. Nein, ein ganzer Millionensäcke voll Orks Mastai. Sie wollten nicht sterben, sie mussten sterben, sie sind gestorben, solange wir es aushalten konnten. Bis die Barrikade weg war und dann ist alles in sich zusammengebrochen, wie so der berühmte Keks. Ja, und das soll's für heute gewesen sein, denn das war eine... Ich bin erschöpft, der Alex ist erschöpft. Wir gehen jetzt erstmal zum Doktor, lassen uns mal Daumen angucken und dann in 2 Monaten geht's weiter oder so, vielleicht. Bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss.